Der heutige US-Arbeitsmarktbericht, auf den die Märkte ja gewartet haben, hinterlässt viele, viele Fragen und die Headline-Zahl war zunächst besser, Märkte runtergegangen, auch weil die Stundenlöhne etwas heißer waren, aber dann haben sich die Märkte wieder deutlich erholt, um dann später wieder so ein bisschen auf den Nullpunkt zurückzukehren. Da tut sich was und es tut sich auch was bei der Fed und das wollen wir vor dem Wochenende nochmal kurz überfliegen. 261.000 neue Stellen, 200 erwartet, also besser, Stundenlöhne heißer, nicht gut für die Märkte. Aber beim zweiten Hinsehen haben die gemerkt, da ist etwas faul, da stimmt etwas nicht. Diese Zahl, diese Headline-Zahl von 261.000 sagt uns nichts über den wahren Zustand des Arbeitsmarktes, sondern da ist eine andere Zahl viel bedeutender. Es gibt nämlich zwei Methodiken, wie diese Daten erfasst werden. Einmal gibt es praktisch den Household Survey. Und dann gibt es noch den Establishment Survey, wie sich der nennt. Was macht der Establishment Survey? Das ist eine Umfrage unter Firmen. Da werden Firmen gefragt, hast du einen Job geschaffen oder einen Job abgebaut? Hast du einen Vollzeitjob geschaffen oder einen Teilzeitjob geschaffen, wenn du einen geschaffen hast? Und dann gibt es den Household Survey. Da werden Leute, Menschen, nicht Firmen, sondern normale Arbeitnehmer befragt, hast du nach wie vor deinen Job, hast du einen neuen Job bekommen oder hast du deinen Job verloren? Und siehe da, bei diesem Household Survey sind über 300.000 Stellen weggegangen. Die Zahl der angestellten Arbeitnehmer ist um 328.000 gefallen, die Zahl der Arbeitslosen um 306.000 auf 6,1 Millionen gestiegen. Gleichzeitig aber haben wir gesehen, dass bei dem Establishment Survey 261.000 Stellen dazu kamen. Wie passt das zusammen? Nun ja, da wurden einfach die Firmen befragt und die haben, wie es aussieht, vor allem Teilzeit, schlecht bezahlte Teilzeitstellen geschaffen. So ist eben die Zahl der Fulltime Workers um 433.000 zurückgegangen. Und die Zahl der Part-Time-Workers um 164.000 gestiegen. Das heißt, die Jobqualität hat sich hier maßgeblich verschlechtert. Warum? Weil die Leute offenkundig ihren Hauptjob, ihren gut bezahlten Hauptjob verloren haben und dann mehrere kleine Jobs machen, die alle wie als einzelner Job wieder mal zählen. Jede Putzfrau, die eine Stunde in der Woche arbeitet, hat einen Job. Das ist die Zählung in dieser Umfrage, in dieser Establishment-Umfrage, sodass wir sehen, dass die Vollzeitjobs deutlich nachlassen. Das zeigt, dass der Arbeitsmarkt in den USA deutlich bereits beginnt abzukühlen. Und wir sehen dieses Auseinanderdriften zwischen dem Household Survey und dem Establishment Survey, also zwischen der Befragung der Firmen und der Befragung der Menschen. Das klaffte seit März auseinander. Man könnte vielleicht diesen Unterschied zwischen diesen beiden Befragungen so klassifizieren. Da werden Menschen befragt, hast du Job, hast du nicht Job. Es werden also nur sich auf Menschen fokussiert und bei den anderen wird sich nur auf den Job fokussiert, nur auf wie viele Jobs sind geschaffen worden, welche Qualität, ist völlig egal. Aber das reale Bild, das realistische Bild ist ja, was ist bei den Menschen los? Dann weiß ich, was bei der Wirtschaft los ist. Hier sehen wir, dass das Ganze seit März auseinanderdriftet. Da werden plötzlich Stellen immer weiter geschaffen. Laut diesem Establishment Survey, also die neu geschaffenen Stellen, diese Headline-Zahl, auf die die Märkte achten. Und seit März sind angeblich 2,45 Millionen Stellen geschaffen worden, während eben der Household Survey nur 150.000 Stellen, also wo Arbeitnehmer befragt werden, hast du einen Job, hast du deinen Job verloren, hast du einen neuen Job bekommen, da ist eben eine Personendoppelzählung nicht möglich, das gibt immer nur diese eine Variante, Job, ja, nein. Dementsprechend sehen wir, irgendwie sind da so ein bisschen, naja, 2,3 Millionen Jobs entstanden aus dem Nichts, könnte man sagen. Jetzt gibt es von dem Bureau of Labor Statistics, das diese Daten erhebt, Seasonal Adjustments. Das sind windelweiche Kategorien, mit denen du saisonale Anpassungen machen kannst. Völlig intransparent, wie diese Zahl gewürfelt wird, habe ich nie verstanden. Jedenfalls sehen wir, dass seit März diese ganze Geschichte auseinanderdriftet. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie es bei den vorherigen Wahlen gewesen ist. Zweite Amtszeit von Obama, da sehen wir, da ist auch ab März oder ab Frühjahr vor den Wahlen, dann ist das auseinandergedriftet. Es wurden viele Stellen geschaffen, aber der Household Survey ist deutlich zurückgeblieben. Das Gleiche dann nach der zweiten Amtszeit von Obama, Trump gegen Hillary Clinton. Auch da wurden dann plötzlich ganz viele Jobs geschaffen. Auch da begann das im März. Also wir haben da demokratische Regierungen am Ruder.
Und die wollen natürlich schöne Headline-Zahlen präsentieren, denn eins kann man sich als Joe Biden nicht leisten. Inflation sehr, sehr hoch und gleichzeitig miserable Jobdaten. Das gibt schlechtes Image. Und jetzt ist die Vermutung, dass da vielleicht, naja, so ein bisschen nachgeholfen werden könnte, was das betrifft, was eben diesen Establishment-Survey betrifft. Das zumindest ist ein Muster, das sich immer wieder gezeigt hat. Und das stellt doch die Frage, wie wirklich solide sind diese Zahlen, sind die wirklich verlässlich? Klar, Joe Biden braucht jetzt einen Erfolg. Wir haben es hier mit einer Institution zu tun, die von Regierungsleuten besetzt werden kann. Dementsprechend ist das schon eine etwas seltsame Geschichte. Und hier etwa Justin Wolfers sagt, ja, tolle Zahlen, ist doch super. Unemployment ist zwar jetzt auf 3,7% gestiegen von 3,5% im letzten Monat, aber this is a very strong economy, also eine ganz starke Wirtschaft. Zählt auf, wie viele Headline-Zahlen-Jobs da geschaffen wurden. Aber hier, viele beschweren sich ja, wir würden vor einer Rezession stehen. Das sei ja wirklich Theater, das sei doch überhaupt nicht der Fall. Also da geht jemand diesen Zahlen wirklich komplett auf den Leim. Und das widerspricht jetzt auch der, ich sag mal, Evidenz. Wenn wir sehen, was hier in den letzten, allein in den letzten Stunden los gewesen ist, in den letzten Tagen los gewesen ist, Apple jetzt mit der Aussage, wir stoppen alles an Einstellungen bis auf Research und Development. Verschiedene Firmen, nicht nur Twitter, nicht nur Morgan Stanley, nicht nur Wells Fargo entlassen massenweise Leute. Und Sven Hendrik sagt hier zu Recht, Paul sagt, wir haben nicht overtightened, wir haben nicht zu stark gestraft, die Geldpolitik. 433.000 Leute, die Vollzeitstellen hatten, jetzt keine mehr haben, sehen das offenkundig anders. Apropos Fed, meine Damen und Herren. Lance Roberts sagt, die Fed macht einen riesen Mistake, einen riesen Fehler. Das haben wir schon beim ADP-Arbeitsmarktbericht gesehen, wo praktisch nur niederbezahlte Jobs geschaffen wurden im Bereich Leisure and Hospitality, also im Gastgewerbe. 85% der neu geschaffenen Stellen sind da geschaffen worden, während die meisten Sektoren sogar Stellen verlieren. Das zeigt, wo die Reise wirklich hingeht. Es sind diese Teilzeitjobs, wo jemand als Kellner mal ein paar Stunden die Woche arbeitet, die gibt es noch, da ist offenkundig Bedarf, aber die gut bezahlten, die festen Arbeitsstellen, die nehmen deutlich ab. Das ist praktisch eben etwas, wo die Fed wieder mal, glaube ich, hinter der Kurve ist. Ich weiß, manche sehen das anders und sagen, ja, die wissen das doch, aber auch Sven Hendrik sagt, die verlassen sich auf Lagging Data, also auf nachlaufende Daten, die sind irgendwie in einem anderen Film, das ist eine andere Herangehensweise, aber wir sehen, dass heute einige Fed-Mitglieder doch ein bisschen umgesteuert haben. Was ist da passiert? Diese Frage habe ich gestellt am Mittwoch bei der Fed-Sitzung. Total dovisches Fed-Statement, dann total hawkischer Jerome Powell. Jim Bianco hat jetzt in einem Interview bei Fox gesagt, naja, es ist wohl so, dass die Fed ziemlich gespalten ist. Da sind ja Demokraten drin, Lyle Brainard, die Fed-Vize, ist Demokratin. Jerome Powell ist Mitglied der Republikaner. Die Demokraten, US-Demokratin, Politiker der US-Demokraten haben ja offene Briefe an die Fed geschrieben und sagt, macht jetzt mal halblang mit den Zinsanhebungen. Und Lyle Brainard ist offenkundig eine Verfechterin des wir machen mal langsamer, kann sich aber nicht durchsetzen. Paul musste dann, weil er das nicht will, offenkundig diesen Passus reinnehmen. Ja, wir werden die Zinsschritte kleiner machen. Erstmal abwarten, wie unsere Geldpolitik wirkt. Und dann hat er aber in der Pressekonferenz im Grunde seine Haltung geritten. Und wir sehen heute, dass jetzt zwei Fed-Mitglieder sich heute geäußert haben. Einmal Barkin von der Richmond Fed, der gesagt hat, ja, wir sollten jetzt mal ein bisschen gemütlicher machen mit den Zinsanhebungen. Und dann die Chefin der Boston Fed, Susan Collins, die ist erst seit Juli im Amt, jamaikanisch stämmig. Und die hat gesagt, also das Risiko, dass wir jetzt das Rad überdrehen, wird immer größer. Wir sollten jetzt mal über kleinere Zinsschritte nachdenken. Zeit hier, diesen Shift zu machen, jetzt nicht mehr so groß hier zu agieren. Also das zeigt so ein bisschen, dass Paul da doch schon ganz schön auf die Trommel gehauen hat und praktisch das Ende der Bandbreite innerhalb der Meinungen der Fed wahrscheinlich ganz auf der
extremen Seite gewählt hat. Die FED hat da schon deutlich mehr Fragezeichen, also die FED als Gesamtheit, die Gesamtheit der Mitglieder, als eben Jerome Powell, der jetzt nochmal sich hat durchsetzen können und damit den Demokraten vor den Zwischenwahlen sicherlich keinen Gefallen getan hat. Wir sehen jetzt die Anzahl der invertierten Zinskurven. Fast 70% aller denkbaren Zinskurven sind invertiert. Immer ab einem solchen Niveau gab es eine Recession. Das wird auch diesmal so sein, von wegen Strong Economy. Die wird bald wenig strong sein. Die wird sich deutlich abkühlen, auch in den USA. Und die Frage ist, wann kommt dann wirklich der Pivot? Wenn wir uns jetzt mal in den 70er Jahren umschauen, als ja eine ähnliche Situation der Fall war, da brauchte es eine Arbeitslosigkeit von 6,6% und einem Real GDP von minus 1,9%. Dann hatte die FED plötzlich umgesteuert und hat gesagt, okay, wir nehmen jetzt die Zinsen mal runter. Paul sagt ja, ja, das war ein Fehler gewesen damals, weil dann später ist die Inflation ja wieder nach oben gegangen. Aber die ist dann vor allem Ende der 70er Jahre wegen des Umsturzes im Iran und der Verteuerung des Öls dann wieder nach oben gegangen. Hat er eigentlich mit den Zinssenkungen der FED jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun. Die Märkte insgesamt sind volatil. Hier sehen wir mal den S&P 500. Monate, in denen er mindestens 7,5% steigt oder 7,5% fällt. Und hier sehen wir, das ist die größte Anzahl jetzt seit dem Jahr 1937. Wir sehen also krasse Bärenmarkt-Rallies, dann sehen wir wieder krasse Abverkäufe, die hier der Fall sind. Das zeigt, wie angeschlagen die Märkte sind, vor allem eben die Tech-Werte. Und das ist jetzt für viele ein richtiges Problem, denn wenn du irgendwie in Equities investieren musst, wenn du praktisch in Aktien investieren musst, dann nehmen viele ja gerne Indizes und jetzt haben aber diese Megacaps, diese großen Tech-Aktien natürlich ein starkes Gewicht, das heißt, das verhagelt dir so ein bisschen, wenn du jetzt nicht einzelne Aktien kaufst, die du sehr genau diskretionär kaufst, dann verhagelt dir das ein bisschen die Bilanz, das sagt der JP Morgan, es ist für viele schwierig geworden jetzt, Tech ist kein sicherer Hafen mehr und hier in der linken Grafik sehen wir Tech, zweitschlechtester Bereich überhaupt, nur Telekoms sind noch schlechter. Energy war der ganz, ganz große Gewinner, aber hier sehen wir mal auf der rechten Seite, ich gehe mal so ein bisschen aus dem Bild, dass Sie das auch sehen können, gell? Sie beschweren sich ja immer zu Recht, ich stehe vor der Grafik, ja, aber es ist halt, wie es ist, meine Damen und Herren, gell? Im Zweifel schauen Sie halt mich an und nicht die Grafik, aber jetzt hier sehen wir nochmal passives Investieren, also ETFs etc. immer weiter gestiegen und das bedeutet, passives Investieren ist meistens eben auch Index investieren, ich kaufe also ein Nasdaq ETF, ein S&P 500 ETF oder ein DAX ETF oder ich verkaufe es halt, aber es ist eben meistens indexbasiert. Immerhin die Gewichtung dieser großen Fangman-Aktien, die ist jetzt auf 20% gefallen im S&P 500. Wir waren bei 27% im Top. Das heißt, diese großen Aktien wie Apple, Microsoft, Amazon, die haben durch ihre Kursverluste, vor allem Amazon, vor allem Meta, natürlich an Gewicht verloren. Das ist eine interessante Entwicklung, die sich hier zeigt. Wahrscheinlich werden die Märkte da noch weiter übertreiben. Die haben auf der Oberseite übertrieben, werden auf der Unterseite auch noch übertreiben. Und übertrieben haben es auch die Chinesen, hat Xi Jinping diese Corona-Politik. Aber da gibt es jetzt Anzeichen einer Lockerung. Deswegen sehen wir viele Rohstoffe deutlich steigen, Rohstoffaktien deutlich steigen, hat die Stimmung insgesamt heute deutlich gehoben, dass da was in Sicht ist, denn China hat jetzt erstmal die Quarantäneregeln für Inbound Travelers, also praktisch von Leuten, die von außen reinkommen, von 10 auf 7 oder 8 Tage gesenkt. Man lockert also hier die Vorschriften, dann werden auch die Flugabsagen deutlich geringer. Das ist in China sehr, sehr schwierig, wenn sie als Fluglinie da Corona-Infizierte ins Land bringen, dann kriegen sie Strafen, kriegen Startverbote etc. etc. Und wie kommt das Ganze? Nun, der ökonomische Druck ist offenkundig so hoch, vor allem in den Provinzen, denn diese Provinzen in China, die leben von den Landverkäufen vor allem und die müssen jetzt aber die Corona-Tests bezahlen, die haben keine Einnahmen während der Lockdowns und die haben offenkundig Druck gemacht und haben gesagt,
Das können wir nicht mehr, das schaffen wir nicht mehr, sodass Xi Jinping offenkundig hier die Zügel jetzt ein bisschen lockerer lässt. Und das sehen wir hier bei Dollar-Yuan Offshore. Der Yuan mit dem stärksten Zugewinn seit dem Jahr 2010, seit es den Handel gibt. Das ist also der größte Tagesgewinn, den die chinesische Währung überhaupt bisher hat erreichen können. Das hilft den Märkten, weil Dollarstärke ja immer schlecht ist. Das ist hier die Botschaft heute. Und deswegen werden wir gleich sehen, auch der DAX ganz frisch unterwegs, Chart. Von wem ist der Chart? Haben Sie es gesehen? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Jedenfalls sehen wir, der DAX ist ausgebrochen aus einer Falling Wedge. Und das eigentlich bei Inflation, Energiekrise, Rezession, Zinsanhebungen der EZB. Das ist sicherlich auch etwas, was viele auf dem falschen Fuß erwischen wird. Aber das ist schon erstaunlich, wie gut sich der DAX hält. Und das, obwohl Herr Müller ja auch ein grüner Chef der Netzagentur heute gesagt hat, also wenn es richtig kalt wird, ne, dann werden die Speicher ganz, ganz schnell leer gesaugt. Klar, wir hatten einen milden Oktober, wir hätten wahrscheinlich einen milden November auch bekommen. Aber wenn du dann mal so eine richtig klirrende Kälte bekommst, dann ist die ganze Geschichte relativ schnell leer. Natürlich will der uns auch immer ein bisschen Angst machen, das ist klar, damit gespart werden kann. Aber es sagt doch einiges, dass das hier relativ schnell gehen kann. Hier jetzt nochmal drei Empfehlungen, meine Damen und Herren, vor dem Wochenende. China auf dem Weg aus der Isolation. Der Besuch von Olaf Scholz ist ja sehr stark kritisiert worden. Warum das kurzsichtig ist und warum Scholz da wirklich was erreicht hat. Denn Putin hatte von Xi Jinping eine klare Ansage bekommen. Auf der einen Seite, BioNTech ist für Ausländer in China zugelassen worden. Das ist für viele eine gute Nachricht aus ihrer Sicht. Und dann hat Airbus einen ziemlich dicken Vertrag machen können. Insgesamt ist sozusagen hier eine deutliche Annäherung jetzt Chinas wieder an den Westen erkennbar und eine Distanzierung von Russland. So zumindest kann man das lesen. Hier der Artikel unseres China-Kenners, dann ein Artikel eines EZB-Kenners, nämlich ich, Lagarde über Inflation, externe Schocks, alle sind schuld, nur nicht die EZB. Ich versuche da Stück für Stück klar nachzuweisen, warum die EZB zumindest eine starke, wenn nicht sogar die Hauptverantwortung für diese Inflation trägt. Du weitest die Geldmenge aus und dann ist es eben so, dass Inflation ja das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage ist. Dann hatten wir Corona-Lockdowns, also Angebote ging zurück, gleichzeitig hat man eben massiv Liquidität in die Märkte gepumpt, hat also praktisch damit Nachfrage stimuliert. Aber Frau Lagarde hat darüber natürlich nichts gesagt und hat gesagt, ja, wir werden also das kriegen wir alles wieder in den Griff. Aber die einzige Chance, das wirklich in den Griff zu kriegen, wäre wahrscheinlich, wenn wir die EZB abschaffen würden und da eine andere Lösung finden würden. Hier sehen Sie mal Entwicklung der Geldmengen, wie schnell das nach oben gegangen ist. Und wenn dann was schief läuft, dann hast du eben sofort eine massive Inflation. Und dann noch ein dritter Artikel, meine Damen und Herren, den ich wirklich allerwärmstens empfehlen möchte. Der erste Wertpapierkollaps, ausgelöst durch Martin Luther, der eine Lehre für uns ist. Wir haben ja diesen Trouble gesehen an den britischen Anleihemärkten. Wir haben es hier mit Verbriefungen zu tun, wir haben es hier mit Sicherheiten zu tun. Und Luther hat sozusagen eine erste Wertpapierblase der Welt mit geringsten Mitteln zum Einsturz bringen können. Und die Frage ist, passiert das auch unserem Fiat-Geld? Da sollten wir sehr, sehr genau hinschauen, was da passiert ist. Das war die erste Hyperinflation der Geschichte. Wie die endete, warum sie endete, können Sie in diesem genialen Artikel lesen von Georg Habenich, der maßgebliches darüber geschrieben hat. Dritte Empfehlung also und vierte und letzter Hinweis. Nächsten Mittwoch ja Webinar, Live-Webinar. 18 Uhr, Sie fragen, ich antworte Mails. Wenn Sie Fragen haben, die Sie gerne behandelt hätten in diesem Webinar, dann an fugmann@finanzmarktwelt.de. Ansonsten die drei Artikel über Luther und die Wertpapierblase, über Christine Lagarde und über China seien empfohlen. Jetzt wünsche ich ein schönes Wochenende und sage Servus und Ciao.